Willkommen zurück, liebe Freunde, zur 61. Folge Odyssey im Auftrag des Königs in der 2.5.5-Version, in der Beta-Phase sozusagen noch. Ich teste es mal mit an. Und jetzt besprechen wir mal, was wir machen wollen. Und zwar habe ich mir ausgesucht die Nachricht vom Wachturm. Stefan, der also gerade da hinten in der Pinte wahrscheinlich jetzt noch ist, hat mich beauftragt, den alten Wachturm zu erkunden, was ich ganz gerne hiermit machen möchte. Aufgrund der Tatsache, dass ich einen Teleportstein im alten Fischerdorf bekommen habe, brauche ich ja diese Athanos-Teleportsteine nicht mehr. Deswegen definiere ich mich mal um. Und dann werden wir mal zum Fischerdorf. Er arbeitet auch den ganzen teleportieren. Und da oben, da ist der Wachturm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir hin? Einfachst ist natürlich erstmal rüber zu schwimmen, indem ich den kürzesten Weg nehme. Vielleicht sollte ich doch nochmal meine Muscheln öffnen. Das gibt ja noch ein bisschen mehr Kohle. Das Keilerfell erhalten? Nein. Und Muschel, was haben wir denn? Perle erhalten und so weiter. Gibt es noch irgendwelche Mupfeln? Nee, sehe ich jetzt im Augenblick nicht. Also werden wir das Ganze mal umrunden. Also nicht ganz. Denn ich bin der Vermutung nahe, dass wir da einen Weg finden zum Wachturm hoch. Bestimmt nicht ungefährlich, wenn ich hier ums Eck gucke. Ich brauche mal einen größeren Winkel. Schauen wir mal, was hier auf uns lauert. Ja, da haben wir schon ein Lörkerchen. Hier noch eine Klappmuschel. Sicherheitshalber noch einmal speichern. Oh, das Ganze nochmal aus näherer Distanz angucken. Oh, ein Wassergole. am Strand. Er geht da unter. Also das sind ja so richtig lustige Sachen. Würde ich sagen, dass wir mal... Ja, da ist noch so ein... war ja ein Varanix. Auch einen großen Bogen um den. Oh, da ist auch noch einer. Und da ist noch einer. Ach, du liebes Läuschen. Also ganz schnell... weg. Und ja, das sieht gut aus. Ah, ich verstehe. Ich bin, glaube ich, mal hier hochgegangen, richtig. Oh, ein Beißer. Ach, du liebes Läuschen. Das darf doch wohl nicht da sein. Oh, also ich weiß, der ist. Die Beißer sind unheimlich fix. Da ist der Wachturm ja. Richtig. Erstmal hier in der Versteckung. Okay, sind wir safe? Wir sind safe. Okay, schauen wir erstmal, ob der Wachturm hier noch ein paar seltene Pflanzen hat. Diesem Wachturm heran. Nein, hat er nicht. Das heißt also, ergo darf ich da mal in den Wachturm hinein. Lunzen. Gucken. Noch irgendein Gezücht hier? Nein. Ach, hier sind ja Peoples. Daher kam die Stimme. Ich mach dich fertig. Was denn jetzt? Der Orch-Söldner hat mir eine rübergezwiebelt. Na. So ein dämlicher Mistkerl. Da bleibe ich da mitten im Baum stecken. Okay, das war zu nah. Wir werden das Ganze nochmal anders versuchen. Mit dem Feuerball ihn erstmal ein bisschen schwächen. Na? Ziel mal. Ich mach dich fertig. Oh Mann. Komm. Ah! Er hat einen Bogen gezogen. Das hört sich gut an, weil... Nee, jetzt hat er doch den Bogen nicht mehr gezogen. Jetzt hat er den Bogen gezogen. Und ich will aber die Feuerwaffe... Wir sprechen uns noch!
Ah, ist der schnell. Wir sprechen uns noch. Ja, die Waffe noch. Möchte versuchen, ihn zum Pfeil und Bogen schießen zu animieren. Er hat ihn gar nicht. Oh, Mann, no. Der hat doch einen Bogen, oder nicht? Ist er wieder drin oder was? Oder wieder was? Okay. Versuchen wir es doch nochmal. Ich mach dich fertig. Da ist er. Ah, er muss wahrscheinlich in Sichtweite sein. Er hat immer noch die Axt da. Heißt, ich könnte mich also hier ein bisschen verstecken, wenn nur einer drin war. Ah ja, genau, richtig. Guck mal, was es hier gibt. Ah ja, Apfel, Brot, Bett. Aha, hier von... Jetzt bist du dran. Oh, noch ein Heinz. Okay, ganz oben sind auch noch ein paar Heinis. Jetzt, wenn ich wahrscheinlich runtergehe, da ist dann der andere noch da. Nee, auch nicht. Hm. Ich mach dich fertig. Oh, Leute, das hat, glaube ich, keinen Wert. Das ist ja alles voller Ork-Söldner. Das ist ja hier so ein Sonderposten, was? Heute ausverkauft. Ah, dafür ist er schon mal ganz gut. Dafür ist er schon mal ganz gut. Ah, Feuerball habe ich nicht genug Mana. Okay. Wir sprechen. Ja, dann werden wir mal noch ein bisschen Mana mampfen. Ah, das ist wieder, das zieht sich wieder, Leute. Wo ist jetzt mein Blauflieder 28? Da ist er. Ja, dann hat das hier auch keinen Zweck. Es sei denn... Ich mach dich fertig. Nee. Da brauche ich auch keine Pfeile verballern. Ja, so einfach ist das hier mit dem Wachturm nicht. Oh, so ein Mist aber auch. Wir sprechen uns noch. Wieso bin ich denn hier nicht gleich auf die Idee gekommen? Haha, super. Aber sehr verästelt das Ganze hier. Okay. Einen haben wir noch. Ich werde Folgendes machen. Ich lock ihn mal zu dem Baum hin, kletter auf den Baum. So, mach mich mal fertig hier. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder hier um Eck. Guck, guck. Ja. Ich mach dich fertig. Kenn jetzt deine Strategie, du Söldner, du Orkscher. Hä? Ach, so ist das. Die schießen von da oben aus. Na, das ist ja gemein. Okay. Bleib bloß hier stehen. Gucken, was er tut. Ne, er tut nicht viel. Treffe ich den durch den Stumpf durch? Nee, glaube ich nicht. Oder? Nee, das wird nichts werden. Doch. Mhm. Genau. Das ist jetzt echt spannend. Schmetterpfeil als Munition. Da sind nur noch drei. Ah. Und das war's dann. Geschärften Pfeil. Okay, ein bisschen nimmt er ja einen Schaden. Okay.
Pfeile reichen aber nicht aus. Jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr. Ergo, nochmal versuchen mit dem Feuerball. Das Ganze nochmal mit, wo ist denn der Blauflieder jetzt? Da. Habe ich auch keinen Feuerball mehr. Doch. Er hat sich jetzt hier gerade eben verabschiedet. Noch ein Feuerball. Und Treffer. Oh. Wow. Klasse. Grobes Kriegsbeil. Wahrscheinlich Stärke irgendwas. Und Orksöldner. Was haben wir denn da alles? Gebratene Fleißwacholder, Wasser und Waldbeeren. Wow, dass ich den jetzt noch gekriegt habe, war ja wohl wirklich mal wieder klasse. Was ist denn mit dem groben Kriegsbeil? Bartaxt geschärft. Aha, und dass er da nicht so viel Schaden anzurichten. Ah, mal ein bisschen was essen. Schildkrötenfleische. Dann gebratenes Fleisch habe ich bekommen. So, dann haben wir hier noch Mupfelfleisch. Ah, das soll es erstmal reichen. So, da wir wissen, dass im Wachturm noch mehrere Peoples sind. Ich habe ja gescoutet, es waren noch mindestens zwei hier drin. Bin mal gespannt, ob die da oben irgendwo auf Lauer sind. Einer hat mich ja schwerst getroffen. Sein Bogen. Ah, was esse ich denn jetzt? Goblinbeeren. Geschicklichkeitsbonus. Ah, ich weiß es nicht. Ja, Permatränke brauen. Nachher kommt das erst im 6., 7., 8. irgendwann Kapitel. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Vielleicht sind die ja mit dem Schwertchen zu schaffen. Vielleicht lässt sich ja hier irgendwie noch einen Trick finden. Okay, hier ist nicht. Das war oben auf dem Turm, glaube ich, ganz oben. Na? Da steht einer. Da liegt einer, da steht einer. Der guckt mich auch noch so blöde an. Der hat auch noch gute Rüstung an, so wie ich das hier sehe. Kuckuck. Jetzt bist du dran. Na? Na, jetzt kann ich natürlich nicht so richtig gucken. Natürlich die Game-Kamera weg. Wer steigt da erstmal gar nicht durch? Jetzt könnte man mal sagen, jo, man könnte ja eigentlich den Bogen nehmen, aber ich habe keine Pfeile mehr. Dann werde ich mich mal umbewaffnen und versuchen, ihn hier unten irgendwie. Hey. Reicht da nicht ran. Er reicht aber. Und mit was für einem Schaden er das macht. Super klasse. Ja, jetzt befinde ich mich wieder hier an der Fuß der Treppe. Jetzt bist du dran. Oh, jetzt hat er mich gleich genutzt. Jo, wie soll ich ihn jetzt nehmen? Oh, jetzt ist er da. Ach, Turmwache ist... Oh, die ist umgebracht worden. Das ist ja gemein. Weißt du was? Ich lock ihn einfach raus. Kommst du runter? Ja, da ist er. Oh, mich nochmal genatzt. Nein, du sollst keine Waffe ziehen. Jetzt. Na los! Ach so, jetzt
Das war's für dich, Penner. Ach, wie leichtsinnig war das denn jetzt von mir? Dann machen wir mal unseren Hosendolch. Ich glaube, das. Der hat ja mehr Reichweite, ist zwar ein Zweihänder, dem ich noch nicht so gut umgehen kann. Jetzt bist du dran. Genau, richtig. So. Okay, blocken kann ich auch. Oh. Los. Hau ihn natzig kaputzig. Ah, da kommt er gar nicht zum Ausholen hier. Oh, 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 oh. Ich darf nicht aufhören, sonst... Das war's für dich, Penner. Ich hätte es anders machen müssen. Und gucken. Jetzt bist du dran. Genau, richtig. Das war hier eine ganz gute Position. Oh. Ah ja. Das ist besser. Okay, nicht so weit hochlaufen von der Treppe. Ja, das könnte was werden diesmal. Und es hat geklappt. Orksöldner, was haben wir denn da? Beschädigter Schild, Weidenbogen, 44 Pfeile. Na, ein Glück. Wunderbar. Und hier ist eine tote Turmwache mit einem Brief. Okay. Apropos Brief, da fällt... Nein! Da fällt mir ein, ich muss doch noch ein Buch lesen. Das ist dann keinem von euch aufgefallen. Und zwar Band 4, Band 2 habe ich noch nicht gelesen. Ja. Die ersten Siedler waren Schäfer, die von anderen Inseln herkamen. Sie waren gläubige Anhänger und so weiter. Wer es durchlesen möchte, der drücke jetzt bitte die Pause-Taste. Ich werde jetzt noch den Brief von der Wache lesen. An Stefan, vor kurzem sind einige der Orksöldner in der Nähe des Turms aufgetaucht. So wie es aussieht, werden sie bald angreifen, um ihn zu Besitz bekommen. Ja, das ist ja auch passiert. Wenn der alte Einsiedler wieder hier vorbeikommt, werde ich ihm diese Nachricht zustecken. Brauche unbedingt Verstärkung. Unleserlich. Gut, okay, wir konnten es lesen. Das hat also auch ein bisschen was mit dem Einsiedler zu tun. Wo ist denn jetzt der Wachturm? Der Dieb, der machen kann. Moment, zack. Hans und sein Ulm. Ja. Chroniken von Tamora zum Beispiel. Ich habe den zweiten Band von den Chroniken von Tamora gelesen. In diesem Band wird berichtet, dass die ersten Bewohner und so weiter und so fort. Das verlassene Haus, da gibt es nichts Neues. Nachricht vom Wachturm. So, da steht auch, dass wir es gelesen haben. Gut, okay. Also, ergo. Nein. In Tamora Stadt. Beamen. Ab zu Stefan. Und ihn darüber berichten. Na los. Ich komme vom Wachturm. Und? Gibt es Neuigkeiten? Ja, aber leider keine guten. Die Wache ist tot. Diesen Zettel fand ich bei ihr. Dann haben ihn also diese verdammten Orksöldner umgebracht? Sieht ganz so aus. So ein Mist. Die Söldner dürfen den Wachturm auf keinen Fall in ihren Händen behalten. Traust du dir zu, die Kerle zu erledigen? Haben wir doch schon. Ich habe den Wachturm von den Orksöldnern befreit. Gut gemacht. Ich hoffe, das wird die anderen Söldner davon abschrecken, den Turm nochmal zu besetzen. Hier deine Belohnung. Oh, 200 Gold. Sehr gut. Dann haben wir ja schon ein bisschen was geschafft. Okay, speichern wir mal ab. Ja, weiter geht's. Ich würde sagen, das verlassene Haus. Das können wir irgendwie... Wo kommen wir denn dahin? Ja, das war ja über dem Wachturm. Wenn ich da also hingehe, da könnten wir mal da gucken. Ja, fälschlicherweise habe ich mich wahrscheinlich zu früh hier nach Tamora gebeamt. Dann lass uns noch mal ein bisschen was einkaufen. 13.37 Uhr, das ist nicht so gut. Wir machen ja erst ab 14 Uhr, glaube ich, wieder auf.
Hey Adam. Okay. Better. Hast du noch was für mich? Die sorgt nur. Gut, dann werden wir mal bis Nachmittag schlafen. Bis 15 Uhr schlafen. Genau. Weil ich brauche Pfeile, ich habe natürlich wieder keine Federn. Obwohl ich so viel anderes Klamottenzeugs habe. Ich habe ein bisschen Gold gekriegt. So, schau mal, wer ist nicht eigentlich der Superpf? Das hey, ist du. Der Lars, glaube ich. Nee, der hat ja nur die Rüstung, Ware. Oder? Nein, er hat auch Bolzen, Feuerbolzen. Ach, der hat nur die Bolzen, okay. Dann muss ich mir merken. Dann fängt hey, du. Eine ganze Auswahl an Zeig Sachen. Zeig mir deine Ware. Such dir. Ja. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben Bögen, 282 Pfeile und 55 Bolzen. Mal gucken, was kosten denn die? Die kosten 3. Ja, wir müssen mal ein bisschen eindecken. Wie viele Pfeile haben wir jetzt für uns? 98. Da gehen wir mal mit 100 Pfeilen los, würde ich mal sagen. Dann versuche ich mal. Ich weiß es nicht. Ich habe ja das Schärfen ja gelernt. Kann ich die noch irgendwie nachschärfen? Probes Kriegfleisch schärfen. Mhm, toll. Pfeile schärfen am Schleifstein, was eigentlich logisch wäre. Kann man nicht. Dafür an der Bergbank mit der Säge. Ich kann mich nämlich entsinnen, dass ich das nämlich hier unter Pfeile bearbeiten machen kann. Genau, richtig. 100 Pfeile schärfen. Haben wir gemacht. Könnte geändert werden, aber man muss es sich merken. Schärfen an der Werkbank und nicht am Schleifstein. Dann geht's zurück zum Fischerdorf am Strand unten. So, hier sind wir jetzt endlich mal safe. So einigermaßen. Und ich hatte ja irgendwo im Vorbeischwimmen oder Gehen ein Heinz am Strand gesehen, also irgend so ein Menschen, mit dem ich ja reden wollte. Hier ist schon wieder eine Schildkröte. Die ist ja lebendig. Aber nicht mit dem Teil, nein. Das bringt nicht so viel. So, bringt Fleische. Ist hier auch noch eine Schildkröte? Nee. Sieht nur so aus. Gut. Oh, Lörkerchen. Na, die will ich noch nicht riskieren. Mit Pfeile schon gar nicht. Zumal ich sie ja immer hab kaufen müssen. Soll ich ihn irgendwie natzen? Nee, der macht mich mit 2 Schlägen kaputt. Trotz dieser ach so tollen Rüstung. So. Gucken, was hat man hier noch alles? Irgendwas im Wasser? Nee. Obwohl die Löcke ja nicht so kräftig sind wie die Warane. Oh, jetzt weiß ich nicht, was hier auf mich lauert. Warte mal. Ja. Okay. Ach, da unten weißer. Oh, war ja. Unten so ein Golem. Ach, du liebes bisschen. Dann werden wir mal wegschwimmen. Lustig. Was können wir denn alles von hier aus beobachten und sehen? Ja. Eine karge Felslandschaft. Na? Hier ist was. Hornmuschel. Du sollst die aufheben, bitte. Ja, nicht hochspringen. Hier noch was? Eine Klappmuschel. Ne, super geil. Blub, blub, haben wir die jetzt auch aufgehoben? Okay, oh, Lurker. Lurker-Alarm. War das hier an der Stelle, wo der
Da steht der Typi, jawohl. Moment, hier ist ja noch ein Schildkrötchen. Nein, nicht gut, gar nicht gut. Da war nämlich ein Beißer, der mal eben so kurz... Na? Hinter mir her war. Okay, da steht der Mensch. Und hier gibt es noch ein bisschen was zu aufzulesen. Eine Klappmuschel. Oh, da versteckt sich was. Das ist ja so ein Wasserkohle. Ja, dann reden wir mal mit dem Herrn, der da was liest. Ambrosius. Guten Tag, Ambrosius. Hallo. Hallo. Was machst du denn hier? Das sollte ich eher dich fragen. Dich kenne ich nämlich überhaupt nicht. Aus Tamora bist du ganz bestimmt nicht. Da kenne ich nämlich jeden. Es sei denn, du wärst... Ja. Einer dieser Ork-Söldner, die hier die Insel unsicher machen. So ein Unsinn. Schau mich doch mal an. Sieht so ein Söldner der Orks aus? Nee. Siehst eher wie einer von der königlichen Marine aus. Woher kommst du denn eigentlich? Von dem königlichen Kriegsschiff Albatros. Und wer bist du? Mein Name ist Ambrosius. Aber jetzt lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Muss noch was erledigen. Aha. Bist du aus der Stadt? Bist du aus der Stadt? Ach. Nein. Ich wohne in einem alten Häuschen, das sich im Wald in der Nähe des alten Wachturms befindet. Jawohl. Das heißt also... Nochmal, warum bist du hier? Das werde ich dir gerade auf die Nase binden. Am besten verschwindest du und störst mich nicht länger, verstanden? Hey, jetzt mal nicht so frech, sonst kann ich sehr ungemütlich werden. Genau. Geh mir Kerli auf die Nerven. Du warst doch gerade dabei, ein Loch zu buddeln. Versteckst du was oder suchst du einen Schatz? Woher weißt du das? Wer hat dir verraten, dass ich einen Schatz... Suche? Du selbst. Nämlich jetzt. Verdammt. Hätte ich doch bloß meine dumme Klappe gehalten. Also. Tja, der Hellste scheinst du gerade nicht zu sein. Wollte ich gerade sagen. Ah ja. Wer den Spott hat, hat den Schaden. Ach, lass mich bloß in Ruhe. Wo ist denn jetzt mit dem Schatz hier? Also, was ist jetzt mit dem Schatz? Gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Klar? Na schön, dann werde ich dich eben so lange im Auge behalten, bis ich weiß, was los ist. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, bitte von mir aus. Ich könnte aber auch in die Stadt gehen und jedem erzählen, dass du hinter einem Schatz her bist. Verdammt, ich... Hey, warte, tu das bloß nicht. Oha. Und warum nicht? Nun, ich... Was hältst du davon, wenn ich dir einen Anteil von dem Schatz gebe? Sagen wir 10%. Klingt interessant. Bevor ich aber hierauf eine Antwort gebe, muss ich erstmal wissen, was los ist. Was ist das für ein Schatz? Musst du das wirklich wissen? Ja, denn ich muss wissen, ob du es ehrlich mit mir meinst. Na schön. Ich bin hinter dem Schatz von Sven Eisenbart her. Sven Eisenbart? Kenne ich nicht. Wer ist das? Sven Eisenbart ist, oder vielmehr war, ein berüchtigter Seeräuber, der mit seiner Bande lange Zeit über Tamora herrschte. Während seiner Herrschaft soll er eine Menge Reichtümer angesammelt haben. Hinter denen du jetzt her bist? Na, viel wird von diesen Reichtümern nicht mehr übrig sein. Aber ein Teil seiner Beute soll Eisenbart noch hier irgendwo versteckt haben. Und woher weißt du das? Ich habe in meinem Keller ein altes, vergilbtes Dokument gefunden. Vom alten Eisenbart, selbst unterzeichnet. Allerdings werde ich aus diesem Dokument nicht ganz schlau. Ich habe hier an der Küste schon einige Löcher ausgebuddelt, bisher aber leider ohne Erfolg. Aber vielleicht kannst du mir helfen, den Schatz zu finden. Dann würde ich deinen Anteil erheblich erhöhen.
Ja, oder man könnte ihn umnieten und ihm die Karte abluchsen. Mal gucken. Na schön, abgemacht. Zeig mir das Dokument. Okay. Das Dokument? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Wie du willst. Dann werde ich mal in die Stadt gehen und... Halt, halt. Ist ja schon gut. Hier hast du es. Pass aber bloß auf, dass du es nicht zerreißt. Na dann viel Erfolg bei deiner Suche. Schlau wird man aus diesem Gekritzel jedenfalls nicht. Okay. Gucken wir uns erstmal die Schatzkarte an. Wenn es eine ist, stopp, was ist das? Verwandlung Fleischwanze, okay. Ganz ein kleiner. Ah, hier. Karte Tamora, Karte von Kanto Adonis. Dann haben wir hier noch eine Karte. Hier, Karte zu Captain Raubans Schatzinsel. Ach, das kennen wir doch. Ja, und dann war es für diese Folge vorerst mal. Und gucken später nach dem Schatz. Ich bedanke mich, freue mich auf einen Daumen und einen Kommentar und sage Tschüss.